Die Mavericks sind zurück in Dallas und es war eine Begrüßung ohne Gleichen. Bereits die Landung spektakulär, die Feuerwehr des Dallas Love Fields begrüßte die Mannschaft mit Fontänen. Hunderte Fans harrten bei über 30 Grad aus, um die Mannschaft zu feiern, die zum ersten Mal den Titel nach Dallas holen konnte. Mavericks-Besitzer Mark Cuban durfte als erstes aussteigen, präsentierte den Anhängern die erwünschte Trophäe. Anschließend folgte Dirk Nowitzki, der Deutsche, die verdiente MVP-Trophy in der Hand. Viele Anhänger kamen bereits Stunden nach dem Finalsieg am Sonntag zum Flughafen. Die Feierlichkeiten sollen derzeit noch andauern.